hier bin ich mit der lieben Susanne Jatina Maria Mück. Genau. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Ja, wir haben uns heute ein interessantes Thema ausgesucht. Und zwar waren wir ja beide überall unterwegs auf unserer Suche. Die Susi, ich glaube, teilweise voraus, teilweise gleichzeitig. Alles haben wir abgeklappert. Überall haben wir nach Lösungen gesucht, gell? Ja, allerdings. Ich meine, wir teilen dieses Lese- und Informationsschicksal wahrscheinlich mit vielen Menschen. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch wahnsinnig viel dazu. Als ich anfing, das war so in den 90er Jahren bereits, da war es noch ein bisschen übersichtlicher. Da gab es dann so ein paar Größen, die man gelesen haben musste, wenn man sich mit diesen mit der Frage beschäftigt hat, was ist eigentlich los? Wie funktioniert das eigentlich, das Leben hier auf der Welt? Das war ja meine Frage. Was ist hier los? Ja. Was ist hier los? Wieso werde ich krank? Wieso habe ich Schmerzen? Genau. Wieso geht es mir nicht gut? Wieso bin ich nicht reich? Wieso bin ich nicht glücklich? Wieso bin ich nicht da? Genau. Wieso habe ich nicht das, was ich will? Wieso habe ich all das, was ich nicht will? Ja. Und scheinbar gibt es ja da draußen so viele andere, die ja alles haben, was sie wollen. Ja. Scheinbar, oder? Weil das ist scheinbar. Ja auch, wenn man aber mal genauer hinschaut, ist es total scheinbar. Ja, aber es ist schon eine Voraussetzung, dass man das denkt. Bei anderen klappt es doch. Was ist mit mir los? Was ist bei mir falsch? Genau. Und daher, jetzt greife ich mal ein bisschen vor zur Lösung. Es ist nämlich das, was ich denke. Ja. Es ist das, was ich denke bei den anderen. Es ist meine Welt, meine Gedanken. Genau. Ich gehe einfach mal von was aus. Genau. Ich gehe davon aus, dass bei den anderen viel besser klappt. Ich gehe davon aus, dass die anderen glücklich sind. Ich gehe davon aus, dass sie viel mehr Geld haben und dass sie alle viel gesünder sind. Ja. Zwar sehe ich dann immer noch Krankere, Ärmere, sehe ich auch. Klar. Aber es ist ja nicht meine Referenzgruppe. Genau, genau. Ich ordne mich in einer Skala ein, wo ich mich da selber dann sehe. Genau, und dann strebe ich natürlich schon eher in die Richtung, wie ich mir vorstelle, wie es bei den anderen denn ist. Genau. Genau, das ist. Und letztendlich bist du ganz alleine. Ja, das ist jetzt die krasse neue Erkenntnis in meinem Leben, wie das jetzt wirklich alles zusammenhängt, dass ich im Grunde die Erfinderin, Schöpferin, Empfängerin meiner eigenen Weltwahrnehmung bin. Ja. Und das eben eigentlich, das macht mich, das erhebt mich ja unglaublich in einen machtvollen Zustand jetzt. Das ist auf den ersten Blick auch nicht so leicht zu verstehen, doch zu verstehen ist es schon, aber wirklich anzunehmen. Anzunehmen auch, aber damit umzugehen. Damit umzugehen, genau. Wie handle ich das dann? Was? Ja, aber sich erstmal klar zu machen, es ist so, das muss ja auch erstmal passieren. Und da sind jetzt meine 30 Jahre, die ich davor gearbeitet habe, schon okay, dass ich das gemacht habe, weil ich jetzt einfach sage, ich bin ja dadurch nicht dahin gekommen, wo ich wollte. Muss man auch dazu sagen. Doch. Rückblickend, wenn wir jetzt auf diese ganzen Lehren oder Philosophien oder Modalitäten zurückschauen und vor allem auch jetzt mal, wie wir heute vorhaben, auf den Dr. John Sarno, der ja sich mit Rückenschmerzen eigentlich hauptsächlich beschäftigt hat. Wie ja, der war ja Orthopäde, ich meine. Ja, dadurch, dass er Orthopäde war, war das eben sein Fokus. Das war der Ausschnitt seiner Welt, die er ja gesehen hat. War der Orthopäde oder Chiropraktiker? Ich glaube, er war Orthopäde, aber naja, gut. Oder beides, wer weiß es schon. Kann man nachlesen, ja. Ganz genau. Und eben, du hattest auch Rückenschmerzen, gell? Ja, das war das Erste, was auftauchte in meinem Leben, schon mit 19. Und hat mich dann immer begleitet, ja. Ich war mein ganzes Leben lang mit Rückenschmerzen begleitet. Ja.
auch schon als Kind, als junges Mädchen, 10, 12-jährig, ich weiß noch, Kunstturnen, Reitunterricht, im Rückenschmerzen. Ja, und ich hatte auch Diagnosen, ganz lustige Diagnosen schon ganz früh, die mir dann immer gar niemand geglaubt hat. Die haben dann immer gelacht, wenn ich gesagt habe, ja, ich habe einen Scheuermannschen Wirbel. Und die, was hast du, einen Scheuermann? Habe ich nie gehört, habe es auch später nie mehr gehört. Aber zu dieser Zeit, als ich das hatte, war es Mode zu sagen, ja, das ist halt ein Scheuermannscher Bewegungswirbel oder keine Ahnung. Also irgendwas war halt immer, wie man es auch benennen konnte, warum das sein könnte. Also da war ich glücklich. Meine erste Bandscheibendiagnose hatte ich erst mit 25. Gut rausgezögert. Ja, gut rausgezögert, ganz genau. Aber die hat mich übrigens gar nicht schockiert. Also die war mir egal. Da war ich noch so jung und so habe ich gesagt, ich lasse mir eh von nichts und niemandem was sagen. Also da war ich schon anhand Dr. Sano, war ich damals wirklich noch unterwegs und habe mir wirklich nichts sagen lassen. Und ja, bei mir war es dann auch wirklich, warst schon auf dem richtigen Dampfer. Aber ich war schon auf dem richtigen Dampfer und dann haben die gesagt, ja, du kannst nie wieder Skifahren. Und da war ich ja damals noch in Deutschland und da habe ich gesagt, das lasse ich mir nicht sagen. Mein Traum ist, Skilehrerin zu werden und ich habe alles durchgezogen, ja. Skilehrerausbildung und so weiter und so fort. Natürlich immer wieder mit Einbrüchen zwischendrin, mit Rückenschmerzen und plötzlich auftretend und Skischuhe aufgemacht, plötzlich mich nicht mehr bewegen können und bis dann halt, aber das Gute kam halt immer wieder, aber ich konnte damit gut leben, sagen wir mal. Ja, du hattest halt auch so einen Punkt, das ist vielleicht ein Vorteil gewesen, du wolltest ja was ganz Positives damit, also mit deinem Körper machen. Du hast dich dann eben nicht beschränken lassen. Ich habe mich beschränken lassen zum Beispiel, ich habe damals, als ich sehr starke Rückenschmerzen hatte und einen doppelseitigen Ischias, weiß nicht, ob Ischias, ne? Ja, und dann auch beide Beine, nicht nur auf einem. Das war, als ich archäologische Ausgrabungen gemacht habe, also da mitgearbeitet habe. Und da musste eine schon so richtig körperlich, ne, ran. Und ich bin dann auch noch irgendwie ganz unglücklich in so ein Erdloch reingetreten. Und das war dann die Ursache, ne, von meinem, also in meinem Mindset. Das war die Ursache für diesen beidseitigen Ischias. Und ja, ist ganz interessant, was ich dann jetzt erst später dann bei Dr. Sarno darüber gelesen habe und gelernt habe, wie es so mit den Schmerzen ist. Also da hat er ja wirklich eine Pionierarbeit schon geleistet, ne? Das mal von einer ganz anderen Seite zu beleuchten und nicht, wie das im Mainstream-Medizinbetrieb normalerweise beleuchtet. Also er hat sich zum Beispiel auch überhaupt nicht von irgendwelchen Diagnosen irritieren lassen und von irgendwelchen Röntgenbildern oder MRIs. Ja? Das war, glaube ich, das Erste, was er gemacht hat mit seinen Patienten. Das Wichtige finde ich jetzt bei dem Sarno eben mit diesen MRTs, dass er eben festgestellt hat oder auch gleich so eine Auswertung da gemacht hat beziehungsweise betrachtet hat, dass es Menschen gibt, die Bandscheibenvorfälle haben und keine Schmerzen. Und es gibt wirklich in einer statistischen Sache, und es gibt Menschen, die haben Schmerzen, aber die haben keinen Bandscheibenvorfall. Also er hat das entkoppelt, das Bild von einem Skelett und was dann tatsächlich an Schmerz empfunden wird. Ja, das fand ich eine wichtige Sache, was ich gelernt habe bei Sarno. Ja, das ist eigentlich, was wir alles verbinden, was wir für Rückschlüsse ziehen, was wir für Bedingungen und Zusammenhänge sehen, der hat einfach mal gestrichen. Ja? Genau. Der hat einfach mal gesagt, es hat nichts miteinander zu tun, sondern es hat mit was anderem zu tun. Ja. Und zwar mit dem, was du denkst. Mit dem, was du denkst, aber das sagt er ja nicht. Sondern das ist eben, wenn er das gesagt hätte, glaube ich, hätte ich mir ziemlich Zeit sparen können. Nee, das stimmt, er hat es noch. Sondern er hat gesagt, dein Gehirn, ja, dein Gehirn, wer ist dein Gehirn? Das ist ja auch, das hat er auch nie so gesagt, sondern dein Gehirn möchte dich von emotionalen Schmerzen ablenken. Ja, genau. Das hat er gesagt. Und dann gehst du dorthin und fängst an zu suchen.
unter welchen emotionalen Schmerzen leide ich? Ja, genau. Dann ist schon mal eine Diagnose praktisch schon wieder, also eine Selbstdiagnose fällig. Genau, und du suchst nach deinen emotionalen Schmerzen, die dein Gehirn überschreiben will. Mhm. Mhm. Und du glaubst, also du suchst sie erstmal, um sie nachher aufzulösen. Ja. Jetzt kriegst du aber überhaupt keine Hinweise dafür, wie du diese emotionalen Schmerzen erstmal finden kannst. Und des Weiteren findest du auch keine Auflösung. Und er geht ja so weit, habe ich zumindest so im Kopf, als ich es gelesen habe, er geht ja so weit zu sagen, dass es ein Gefühl sein könnte, eine Emotion, die du eben nicht fühlen sollst. Das Gehirn hat beschlossen, das sollst du nicht fühlen. Es ist aber eine Emotion, die ist dir überhaupt nicht bewusst. Die kann dir nicht bewusst sein. Das heißt, das ist ja dann schon so eine Krux, die kriegst du ja dann gar nicht mal hin. Also du kannst es eigentlich. Vor allem kriegst du nicht hin, wenn du nicht weißt, woher kommt eine Emotion. Genau. Du denkst, du suchst eine Emotion. Ja. Aber eigentlich musst du gar keine Emotion suchen, sondern du musst eigentlich einen Gedanken suchen, der die, oder eine Überzeugung, der die Emotion kreiert. Ja. Aber das ist ja schon ein Schritt weiter. Den hat er ja so jetzt leider nicht gemacht. Das hat er leider nicht gemacht, genau. Und deswegen bin ich und du wahrscheinlich auch ins Nirvana geritten, auf der Suche nach all diesen Emotionen, die diese Rückenschmerzen quasi überdecken möchten. Genau. Da habe ich natürlich schon gedacht, ja klar, also das schreibt er ja auch, dass Wut zum Beispiel eine Emotion ist, die auf jeden Fall irgendwie beteiligt sein muss. Ganz wichtig für ihn, da haben sie auch einen Film nachher gemacht, der hieß ja All the Rage, also all die Wut, weil man dann davon ausgegangen ist, dass die Kernemotion die Wut ist. Ja. Was nicht so verkehrt ist. Nein, es gab ja auch durchaus... Weil Wut ist ja auch Verzweiflung. Wut ist Hilflosigkeit. Ja. Und vor allem, was Wut auch noch ist, verdammte Scheiße, warum bin ich so verkehrt und nicht gut genug? Ja. Warum bin ich nicht gut genug? Was soll ich alles machen? Ja. Gut genug bin. Deswegen ist das ja auch durchaus ein Weg gewesen, der vielen Menschen schon helfen konnte, zumindest zeitweise. Genau. Sich einfach mal, also er sagt ja auch, es reicht im Grunde, sich klar zu machen, es könnte so sein, es könnte so sein. Das hätte bei seinen Patienten bei 50% schon zu einer Besserung aller Symptome geführt. Nur, dass die sich vorstellen konnten, es könnte eine Emotion sein, die ich nicht fühlen will. Genau. Das ist irre. Dann so einen Erfolg zu haben, einen Heilungserfolg zu haben. Ja, und warum ist der? Das ist mir auch sonnenklar. Weil in dem Moment, in dem du dominanter davon ausgehst, dass dein Körper gesund ist und nicht kaputt, ist deine dominante Wahrnehmung deines Selbst und deines Körpers die Wahrnehmung einer gesunden und nicht einer kranken oder kaputten Persönlichkeit. Ja. Und in dem Moment, wo du diesen Shift hinkriegst, aus welchem Grund auch immer, bist du schon mehr mit der gesunden Version deiner selbst, deines Körpers verbunden, als mit der kranken Version. Ja, und das ist schon der Zauber. Ja. Das ist schon der Zauber. Ja. Nur den Zauber löst du immer wieder auf. Wenn du diesen Shift nicht bekommst mit deinem Mindset, dass du komplett in Ordnung bist. Ja? Dass alles an dir in Ordnung ist, dass nicht, dass auch früher nichts falsch war, und dass du noch niemals verkehrt warst. Ja, das ist eben dieser viel, viel weitere Horizont und der viel weitere Schritt, der jetzt auch für mich dann so sich mal eröffnet hat und auch mit deiner Arbeit sicher. Ja, einfach so wichtig ist, um eine Nachhaltigkeit zu erreichen und nicht irgendwie ein Hin und Her gehüpfe die ganze Zeit. Ja, vielleicht bin ich doch krank. Vielleicht hat das MRI doch recht. Vielleicht ist meine Diagnose ja doch richtig.
Ja, genau. Und ich meine, mit Diagnosen, das hat ja dann auch später Dispenza aufgenommen, den du ja auch noch erwähnen wolltest, weil es geht ja auch um diese Placebo-Geschichte, Placebo. Das heißt, Nocebo, also diese schlechten Dinge, die du dann glaubst, oder das Placebo eben, du glaubst die guten Dinge. Sobald du bei einem Arzt warst, ein Bild hast von dem, was dir fehlt, dann ist es ja so präsent, dann ist es ja da, dann kannst du es da sehen. Und es kann aber auch sein, ein Arzt sagt dir zum Beispiel, ja, das sieht zwar so aus, aber nehmen Sie bitte diese Pille und dann wird es gut, jetzt mal ganz vereinfacht. Und dann gibt es auch Menschen, die können damit gehen, die glauben das, die nehmen die Pille und damit ist es gut. Genau. So, da komme ich aber ja auch wieder so ganz weg von dem Gedanken, den du jetzt gerade eben formuliert hast. Ich bin ja was ganz anderes, als ich eigentlich dachte. Genau. Ja. Und wenn man auch Dr. Joe Dispenza seine Geschichte kennt, war es ja tatsächlich so, dass der sich geheilt hat, mental. Weil er ist ja Chiropraktiker, er weiß, wie eine Wirbelsäule auszusehen hat und hat seinen Fokus, sein Bewusstsein auf eine perfekte Wirbelsäule gelegt. Er hat sich die Wirbel für Wirbel, das hat er erzählt auch, Wirbel für Wirbel vorgestellt. Und am Anfang ist sein Bewusstsein immer wieder abgedriftet und er kam ersten, zweiten, dritten Lendenwirbel und nie weiter, weil er sich dann halt immer so wie wir alle ablenken und zerstreut wurde. Und er hat es so lange gemacht, bis er wirklich jeden einzelnen Wirbel in seiner Perfektion und Ganzheit gesehen hat in seinem Körper. Ja. Und nichts anderes hat er gemacht. Und er hat gewusst, dass sein Bewusstsein kreiert und Ja. seine Vorstellung vor allem, ja. Und da Genau. war er natürlich als Chiropraktor schon trainiert darauf zu wissen, wie sieht eine perfekte Wirbelsäule aus. Ja, genau. Aber das können wir uns ja auch alle beibringen. Überall hat es Bilder und so weiter und so fort. Wir wissen das ja. Ja. Ne? Also bei so einem krassen Fall, wo es auch wirklich um ein Bild ist, das du hast von deiner Krankheit, beziehungsweise der hatte ja einen Unfall, einen Fahrradunfall, von deiner Verletzung, wenn du da ein Bild hast, dann kannst du eben im Bild dagegen arbeiten. Genau. Nicht dagegen. Also das Verändern. Ja, Entschuldigung, genau. Dafür, oder? Dass Ja, du. und dadurch eben zu erschaffen, auf diese Art, auf dass du deinen Fokus legst, deine Beobachtung legst. Und genau das ist halt so wichtig, oder? Das ist einfach das A und O, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es gar nicht um so wahnsinnig viel geht, sondern es geht Ja. tatsächlich, wie halt wieder Neville Goddard sagt, dein Bewusstsein, deine Vorstellung ist Gott und Gott erschafft und kreiert. Ja, Und wenn eben. du es in deinem Bewusstsein zweifelsohne, das ist ja auch so wichtig, das ist ja dann der Glaube, weil der Glaube ist ja zweifelsohne. Ja, soll ja. Wenn du im kompletten hundertprozentigen Glauben bist, im hundertprozentigen Wissen, bist du zweifelsohne. Und in dem Moment bist du zweifelsohne verbunden mit der Realität, die du haben möchtest. Ja, genau. Genau. Und jetzt mache ich einen ganz kleinen Ausflug zu Dr. Joe Dispenza. Warum legt er so viel Wert auf die Meditationen? Weil du dort in einen Zustand hineinkommst, wo du eben nicht mehr identifiziert bist mit den Limitierungen deines Körpers, sprich den Limitierungen deiner Verkörperung. Und unsere Verkörperung ist in dem Fall eben auch, was wir in diesem Leben hier verkörpern in Bezug auf unsere Realität. Ja. Und er nimmt uns dort raus. Und in dem Moment, wo du all das von dir lässt, diese komplette Verkörperung, diese komplette Limitierung, kommt die Wahrheit zum Zug und sie resoniert mit der Wahrheit, die ja schon in jeder Zelle deines Körpers verbunden und verankert ist von Geburt an. Und in dem Moment, wenn du diese
Verkörperung, Limitierung loslässt und in diesen Raum der unendlichen, unbeschränkten Möglichkeiten dir erlaubst einzutreten, siehst du eben, dass unbeschränkte Möglichkeiten da sind. Ja. Nur, was jetzt eben auch oft der Fall ist, warum es nicht funktioniert, ist, weil die Gedanken, die Überzeugungen, der ganze Hintergrund unserem menschlichen Verstand, manche mögen es auch Ego nennen, nicht klar ist. Genau. Dann bist du zwar vielleicht, wenn du auch noch eine gute die gut meditieren kann, vielleicht für eine gewisse Zeit auch raus jetzt aus dem. Und tatsächlich, ich denke, man hat dann auch Erfahrungen, man kriegt auch Erfahrungen, dass tatsächlich sich was verändert. Aber man geht ja wieder raus. Du kannst ja, das machen doch die meisten nicht, 24 Stunden lang meditieren. Es geht nicht. Also, oder es ist so ein bisschen unpraktisch. Also und du deswegen, gehst in den Kloster, aber auch da musst du ja irgendwann mal raus. Also, ja, ja, eben. Und da ist eben jetzt die Frage, wie kriege ich das hin, damit meine ganze, wie hast du das genannt? Dieser Unterbau. Meine ganze Verkörperung. Meine Verkörperung sich im Grunde dass ich das anders sehen kann, anders angehen kann. Das ist jetzt genau, der Weg, dass ich oder? Weiß, wer ich wirklich bin. Das ist ja immer das, was ich sage, dass ich nicht mehr auf die Illusion zurückfalle, dass ich dieses beschränkte Wesen bin, dieses Ego, das, was ich halt scheinbar immer schon in meinen Geschichten, in meiner Herkunft, in meinen Überzeugungen war. Ja. Dass ich mir einfach die Erlaubnis gebe, das komplett abzulegen. Ja. Und komplett neu anzufangen, und zwar als dieses göttliche Wesen und nicht als ein anderes menschliches Wesen. Ja. Und das ist diese große Illusion, in die manche auch noch tappen, wenn sie die Arbeit nach Dr. Joe Dispenza machen, dass sie glauben, sie müssen von dem einen menschlichen Wesen in das andere menschliche Wesen zu mutieren. Oder besser werden als Mensch, ja. Genau. Mhm. Und das ist ja das, was ich sage. Da kommst du auch wieder in Teufelsküche, sondern dass es dir klar wird, dass du als dieses wahre göttliche Wesen einfach nur deine menschlichen Einschränkungen, Bedingungen, Glaubenssätze, Überzeugungen, all das, was dir jemals klar gemacht worden ist, ablösen darfst. Mhm. Genau. Wie die David-Statue, ja? Wenn der Michelangelo gesagt hat, wie hast du diesen wunderbaren David aus diesem Marmorblock gebracht? Ich habe nur alles weggemeißelt, was nicht David ist. Genau. Das ist genau das richtige Bild. Das ist wahr. Und das Schöne ist halt, ja, allein schon mal die Gewissheit, beziehungsweise Gewissheit muss eine wahrscheinlich erstmal anstreben. Aber wenn man sie hat oder zumindest die Möglichkeit hat zu denken, ich bin vollkommen, ich bin dieses göttliche Wesen, ich bin das tatsächlich, das ist ja schon mal, boah. Ja, das und auch zu erkennen, dass alles das, was ich jemals über mich geglaubt habe oder gedacht habe, Rückschlüsse gezogen habe, eigentlich nur etwas ist, was mir auferlegt worden ist oder an Perspektive übertragen worden ist oder mir als Weltsicht, Menschensicht, Menschenbild, Weltbild mitgegeben worden ist, das ich nie hinterfragt habe. Ja, genau. Und auf dem Hintergrund jetzt zum Beispiel auch sowas zu sehen, wie jetzt mit dem TMS, das sind ja dann alles so kurze Blicke auf etwas, was aber nicht erklärt wird, warum das so ist. Und wenn es nicht erklärt wird, warum das so ist, dann streikt unser Verstand halt immer noch aus. Genau. Der muss eine Erklärung haben, damit er einen Fakt als wahr anerkennen kann. Ja, und deswegen ist es ja auch hilfreich, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, damit du deinen Verstand immer schön in die Richtung am Laufen hältst und ihn überzeugst. Und der Verstand nimmt halt das als wahr, was für ihn logischer ist. Ja. Und glaubhafter ist, also wo es wirklich eine absolut einwandfreie logische Kette dahinter ist. Mhm. Und diese Mühe, sich zu machen, anzufangen, ich bin ein göttliches Wesen, warum bin ich ein göttliches Wesen, welche glaubhaft
Argumente finde ich für mich, weil die glaubhaften Argumente, die sind vielleicht ein bisschen anders für jeden, aber genau, die Wahrheit wissen wir. Aber unser Verstand muss glaubhafte Argumentationsketten finden, sonst driftet er immer wieder in die Lüge ab. Ja, du bist beschränkt, du bist klein, du bist nicht gut genug, du bist krank. Genau. Ja, warum bist du krank? Ja, der Onkel Doktor hat es gesagt und das MRI hat es gezeigt und er hat mir ganz klar und deutlich, hat er mir aufgezeigt, warum, weshalb, warum ich krank bin und es nicht besser werden kann. Ja. Genau. Und dann glaube ich das, bis ich eines Besseren belehrt werde. Aber wer belehrt mich denn eines Besseren? Das kann nur ich sein, wenn ich die Wahrheit von der Lüge unterscheiden kann. Ja, genau. Aber da ist ja schon mal ein Paradigmenwechsel auch in deiner eigenen Denkweise nötig, die dir sagt, ich bin auch die Institution, die diese zwei Dinge unterscheiden kann, Wahrheit und Lüge. Das ist ja schon mal ein großer Schritt für jede Persönlichkeit, denke ich. Also für mich ist es ein großer Schritt. Es ist ein großer Schritt für deinen Verstand, aber es ist kein großer Schritt für das, was du bist, was in dir ja auch die ganze Zeit lebt. Sie eben sagen ja die Christen immer, Jesus ist alive, Jesus ist alive, Jesus lebt, ja? Weil halt dieses Jesus, Jesus, habe ich ja den Neville Goddard-Quote auch übersetzt, oder? Der Jesus Christus ist in jedem am Leben, aber das heißt nicht, dass da irgendeine Figur am Leben ist, sondern das heißt, dass dieses Wissen dieser Perfektion, dieser Liebe, der Wahrheit in jedem von uns am Leben ist. Ja, das ist halt diese Geschichte aus der Bibel, die das tatsächlich ganz plausibel eigentlich durchzieht, wenn man sie metaphysisch betrachtet, das muss man dazu sagen, nicht historisch, nicht religiös, sondern metaphysisch betrachtet. Da haben wir ja die schöne Genesis, also die Schöpfungsgeschichte, wo Gott beschrieben wird, wie er das macht. Also Gott fängt da ja an und macht dann Erde und Wasser und so weiter. Und er kommt ja dann auch zum Punkt so und so viel. Er will einen Menschen machen. Er will den Menschen machen. Und er will ihn nach seinem Abbild machen. Er möchte ihn gleich machen wie sich selbst. Und er macht ihn oder sie als Mann und Frau. Und er macht ihn mit allen Dingen, stattet er den Menschen aus, was er selbst kann. Also da steht es jetzt einfach mal so drin. Und dann steht ja dann später, wenn also die ganze Geschichte sich entwickelt hat und Christus auf die Welt kommt oder Jesus auf die Welt kommt, 100.000 Male, denke ich, oder sehr, sehr oft wird gesagt, dass Christus seinen Apostel gesagt hat, ihr könnt alles genau gleich wie ich. Ich bin auch Mensch. Ihr könnt es auch. Ich bin, ich und der Vater sind eins. Genau, und da musst du dir halt jetzt ein paar Fragen stellen. Nummer eins. Was kann denn der, der mich geschaffen hat? Ja. Wenn er will, dass ich eins bin und er mich genauso ausstattet mit allem Können und allen Fähigkeiten, der sagt mir aber nie genau, was er kann. Das muss ich erstmal für mich klar haben. Was kann denn der? Was kann ein uneingeschränkter Schöpfer? Ja, ja. Und wie hat er es gemacht? Genau, wie hat er es gemacht? Und es wäre jetzt, oder welche sich jetzt nicht so gut damit tun, mit diesem Gott und dieser Bibelgeschichte, man kann ja auch sagen, dass es eine Intelligenz gibt, die sich das alles ausgedacht hat. Davon bin ich zum Beispiel total überzeugt. Da gibt es eine lebende Intelligenz, wie Dr. Joe Dispenza sagt. Genau, es gibt einfach eine Intelligenz, ja, einfach, das ist da. Und die Bibel ist eine Geschichte, die das schon interpretiert. Aber das Wichtige ist eben auch die Qualität der Liebe, weil diese Qualität der Liebe zeigt ganz genau, in welchem Rahmen die Schöpfung gedacht ist. Aus Liebe, von Liebe, mit Liebe, durch Liebe, einfach komplett in dem Raum der absoluten Liebe. Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, in der Schöpfungsgeschichte, da steht ja dann auch dran, ganz zum Schluss, und Gott sah, dass es interpretiere ich das. Es ist fehlerfrei. Wenn Gott sieht, dass es gut ist, dann heißt es ist fehlerfrei. Ja. Und dann heißt es, wir sind alle per se fehlerfrei. Genau. Punkt. Ja. Und das ist wirklich, ja, das ist so das wichtig. Wieder anzunehmen ist eben auch das, weil da kommen wir wieder zum Dr. Sano. Der sagt auch, du bist fehlerfrei, egal was für eine Diagnose du hast. Und
Ja, er sagt dann ja auch, du musst dich einfach auf das konzentrieren, dass du fehlerfrei bist. Und das andere einfach wegtun, nicht beobachten. Dann sind wir wieder bei der Hirnforschung. Alles, was ich nicht beobachte, ist nicht. Und das Wichtige ist dann halt da auch wieder die Frage, wie beobachte ich denn meinen Schmerz nicht, wenn mein ganzer Körper davon eingenommen ist? Wie höre ich auf, mich mit meinem Schmerzkörper zu identifizieren? Oh, dann galoppieren wir wieder zum Eckhart Tolle, oder? Der Schmerzkörper, den haben wir dann dort auch gesucht und untersucht, um zu wissen, wer dieser verflixte Schmerzkörper ist in mir. Da muss ich aber auch noch Esther Hicks ins Spiel bringen, die sagt, es geht sowieso nicht, etwas nicht wahrzunehmen. Das geht nicht. Ganz genau. Das ist ja die rosa Elefantengeschichte. Stell dir Und wenn ich glaube, da keinen gibt es einen vor. Schmerzkörper, Ja, wenn ich glaube, da gibt es einen Schmerzkörper und der Schmerzkörper hat was mit mir zu tun, ja, dann ist es halt so, ne? genau. Genau, und jetzt ist die große Wunder-Magie-Geschichte. Du musst was anderes denken. Du musst was anderes glauben. Du musst also nicht das Wegglauben, sondern einfach was anderes in den Fokus nehmen. Und einen Moment nichts zu glauben, in einer Meditation oder nichts zu denken, weil nichts zu denken ist übrigens auch nichts zu glauben, ja. Ja. Das kriegen wir momentan, kriegen wir das hin und es ist wichtig, das ist übrigens auch das, was Lemmel Gottert sagt, ich bin still, ich werde still, ja. Still heißt keine Gedanken, das heißt still. Das heißt nicht, ich sage nichts, aber da oben rattert es wie gestört. Ja, genau. Nein, nein, das muss hier, die Stille muss hier sein, ja. Die innere Stille. Und die innere Stille ist wieder das, was Dr. Joe Dispenza möchte, mit dem Void, mit der Leere. Ja. Dass du dir erlaubst, nichts, niemand an keinem Ort zu sein. Und wenn du nichts und niemand zu keiner Zeit an keinem Ort bist, hast du gefälligst auch nichts zu denken. Ja, natürlich. Ja, klar. Aber es Aber ist. das ist so schwer und keiner sagt dir, wie du es machen musst, weil dann bist du Das plötzlich ist genau der Punkt. Dispenser und du bist sogar an seinem Retreat und er sagt, feel the void. Und du denkst, wie denn? Wie denn? Was ist der Void? Genau. Ja. Wie soll ich es denn fühlen? Wie fühlt sich das an? Und dein Kopf macht blum, 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 blum. Ne? Und schon bist du nicht im Void. Ja. Und dann sagt die Esther Hicks, sagt, ja, geh in die Vortex, da wo alles ist. Was Genau. ist die Vortex? Wo ist die Vortex? Wie fühlt sich das an? Ja, fühlt sich super an. Ja, wieso fühlt sich super an? Ja, weil da tolle Dinge drin sind. Okay, ganz kurz, ganz tolle Dinge drin in der Vortex, aber scheiße, Schon sagt wieder draußen, schon wieder raus aus dem schon Vortex. wieder weg. Dabei ist es ja wirklich nur die Krux. In deiner gewollten Wunschrealität so verankert zu sein, dass du hauptsächlich in deiner Wunschrealität denkst und fühlst und handelst und Ja. einfach weißt, was läuft. Ja. Und zwar, ich bin unendlich und ich kann hüpfen von Realität zu Realität. Es ist nur meine Entscheidung. Ja, genau. Ich denke, das muss eben einfach mal für jedes selber ganz klar sein. Ich bin die letzte Instanz in meiner hier verkörperten Existenz im Moment. Das bin ich. Also diese wirkliche Anerkennung des Ich bin. Und meine Interpretation, das ist ja so, so wichtig, the law of assumption, was immer wieder so blöd übersetzt wird mit dem Gesetz der Annahme und jeder denkt, es geht, ich muss was annehmen. Ja, weil das halt zwei Bedeutungen hat im Deutschen. Ja, Genau. es geht aber darum, ich nehme an, es ist so. Um dieses Annehmen geht es. Ganz genau. Es geht um das Gesetz des Rückschlusses oder der Interpretation auf Deutsch. Ja. Und ich kann verflixt nochmal interpretieren, was ich will. Ja. Und das mache ich ja problemlos, indem ich Ja. irgendwie interpretiere, blau gefällt mir, rot gefällt mir nicht. Und du Ja. sagst, ja, aber mir gefällt rot und blau nicht. Dann sagst du, alles klar, interpretiere ich aber jetzt so, wie ich Bock habe. Du kannst rot haben und ich kann blau haben. Genau. Das ist So. aber das, was wir vor kurzem mal diskutiert haben mit dem Wort
wenn du etwas abstempelst. Das fand ich sehr, sehr wichtig. Also diese gesetzte Annahme zum Beispiel kann man gut ausdrücken mit, ich gebe ja allen Dingen einen Stempel, also die ich so wahrnehme. Ne? Ich läuft so durch die Welt und kommt eben jemand, ja, wie du sagst, in einem blauen Kleid und ich denke, oh, das sieht aber scheiße aus. Also zack, Stempel. Oder ich sage, oh, das ist aber toll, so ein blaues Kleid. Zack, Stempel. Das heißt, das ist dann meine Realität. Ganz genau. Und jetzt versucht eben dieser menschliche Verstand, sich besser zu machen und gut genug zu machen und zu rechtfertigen, dass er wirklich gut genug ist, indem man sich gute Stempel sucht. Ja, ganz genau. Und da galoppiere ich dann weiter in die Astrologie. Kennst du dich ja gut aus, suche mir da einen Stempel. Jetzt ist ja aktuell ins Human Design galoppiere ich und suche mir da einen Stempel und sage, okay, ich habe einen Stempel, aber der ist gut. Ja, ja, genau. Ich habe einen ganz tollen Stempel gekriegt. Bei genau. Human Design zum Beispiel. Also, anstatt dass ich mich komplett reinmache und einfach sage, unabhängig, ich bin gut, ich bin Hammer, ich bin geil, ich bin perfekt und ich erkenne ganz genau diese Lügen, die hier rumschwirren, mit denen ich mich jetzt gar nicht mehr identifiziere. Es sind halt alles Krücken. Es sind alles Krücken. Ja. Weil wenn wir jetzt nochmal kurz zurück wollen zu diesem Dr. Sano und diesem TMS. Was heißt das? TMS, ja, das heißt, direkt übersetzt heißt Tension Myositis Syndrome. Und ja, übersetzen kann man es als Muskelspannungssyndrom. Genau, weil er davon ausgeht, dass das Hirn, wenn es im Stress ist, ja? Ja. Dann der Sauerstoffzufuhr in den Körper abstellt. Gewissen Regionen, ja. Hm? Genau, in gewissen Regionen den Körper abstellt und das ist dann halt seine Erklärung, warum alles diese ganze Spannung entsteht und diese Schmerzen dann auch. Weil die Schmerzen, das weiß man ja, kommen ja selten aus den Knochen, sondern aus dem Muskel und heute aus den Faszien weiß man ja, das Bindegewebe ist eigentlich das Nonplusultra, oder? Genau, und da wird jetzt einfach der Sauerstoff ein bisschen reduziert, das ist nämlich gar nicht arg, er hat es ja auch messen können, dass das tatsächlich passiert, also auf der materiellen Ebene wird es tatsächlich so gemacht im Körper und dann ist der Sauerstoff unterversorgt und das tut höllisch weh. Genau. Und nicht nur bei Rückenschmerzen, ja. Der hat ja dann auch das aufgedehnt und hat gesagt, nee, das ist bei allen Schmerzen, ist eigentlich dieses Gleiche. Bei ganz vielen Krankheiten. Bluthochdruck ist eine TMS-Erkrankung, zumindest zum großen Prozentsatz. Und letztendlich ist ja jede Erkrankung eine TMS, weil jede Erkrankung entsteht im Kopf, im Verstand und eben nicht im Gehirn, sondern in den Gedanken, im Geist. Und was ist schon auch der Geist? Ja, wer macht sich da die große Mühe herauszuforschen, was ist denn mein Geist? Mhm. Mein das Geist ist meine Überzeugung. Ja, alles, was ich denke, was ich gelernt habe, was ich glaube, was ich annehme, welche Rückschlüsse ich ziehe, was ich schon mal geglaubt habe und so weiter und so fort. Und was ich auch anstelle von anderen geglaubt habe und was ich für andere geglaubt habe. Ja. Also es ist wirklich so eine multidimensionale Kiste, der Geist. Das ist eine sehr, sehr große Kiste und es ist auch interessant, wenn wir dann noch weitergehen, aber das machen wir in einem anderen Kapitel. Baker Eddy zum Beispiel, also diese Heiler- Geschichte, auf dem beruht, dass die Heilerin, der Heiler eigentlich im Grunde nur Folgendes tut, sich vorzustellen, dass der andere ja gar nicht krank ist, also dass der gesund ist, also den Stempel gesund draufhaut und dadurch die Heilung entsteht. Zumindest in Anwesenheit. Und warum kann das ein anderer besser? Weil ich den Stempel krank gar nicht draufgesetzt habe. Wenn ich aber jetzt hier meinen dominanten Krankstempel auf mir habe und versuche, einen Gesundstempel drüber zu stempeln, dann ist es eben für mich super schwierig, über meinen Krankstempel meinen Gesundstempel drüber zu
zu stempeln, ja? Genau, genau. Ja. Aber wenn du kommst und mit meinem Krankstempel gar nichts zu tun hast und einfach sagst, ich lasse mich da gar nicht drauf ein auf die Realität, wo sie ihren Krankstempel da reingebondert hat, sondern von mir kriegt sie die Wahrheit 100% in absoluter Klarheit verabreicht. Ja. Das interessiert mich gar nicht. Ja. Ja, das ist ja auch das, was die bei uns beim Divine Healing immer die Leute so ein bisschen das Problem haben, wenn sie ihre Story von einer Krankheit nicht erzählen dürfen. Ja. Ja, weil man ja dann ja so gerne erklären, wieso, weshalb, warum. Man möchte ja gar nicht einsteigen in den Stempel. Ja, ja, aber das Ego möchte sich ja rechtfertigen. Das möchte ja dir erzählen, warum es krank geworden ist. In der Position der Heilerin. Ich möchte ja nicht einsteigen in den Stempel. Ich möchte ja rein sein in meiner Annahme der Gesundheit. Und da zeigt sich auch wieder diese Krux, ja? Weil ich in meiner Position als Kranke bin ja unbewusst so bemüht, mich zu rechtfertigen für meine Krankheit, weil ich ja die Überzeugung habe, dass ich ja sonst falsch wäre. Ja. Ich habe ja was falsch gemacht. Ich muss ja rechtfertigen. Ich muss ja muss mich ja entschuldigen. Entschulden, genau. Ich muss mich entschulden und ich muss sagen, das hat gute Gründe. Ich mache das nicht freiwillig, ne? Ganz genau. Weil ich die Überzeugung habe, dass krank schlecht heißt. Und ich sage aber, krank heißt nicht schlecht, krank heißt falsch. Krank heißt, du glaubst was Falsches. Das ist Lüge. Du glaubst einfach was Falsches. Du glaubst etwas, was dir halt im Außen ungefiltert angeboten worden ist und man hat dir gesagt, so ist es, nimm das. Ja. Aber jetzt darfst du dir das überlegen. Das allerbeste Beispiel dafür, konnte mein Verstand viel damit anfangen, dass es eben so etwas gibt wie Modekrankheiten. Weil da sieht man das am meisten, dass es tatsächlich so ist, wenn ich von einer Krankheit gar nicht weiß, also zumindest in der Masse taucht die dann auch nicht auf. Aber wenn man die praktisch ständig und ständig und ständig aufs Brot geschmiert kriegt, irgendwann mal, ah ja klar, also zum Beispiel sowas wie Bandscheibenvorfall. Also als ich das erste Mal was an der Wirbelsäule hatte, war das noch nicht in. Da hat man eben das anders genannt. Und erst später, als man das sehen konnte auf den MRTs, da war das auf einmal, da hatten alle plötzlich Bandscheibenvorfälle. So meine ich. Und so entsteht es. Und eine Modekrankheit ist für mich ein ganz klares Indiz dafür, wie auch Krankheit entsteht. Absolut. Und genau so geht Krankheit auch weg. Ja. Ich meine, die Ursache für die Krankheit, das ist ja auch noch ein weites Feld. Trotzdem, warum aus irgendwelchen Gründen es gesellschaftlich und persönlich passiert, dass man sich auf die Krankheit überhaupt fokussiert und nicht auf die Gesundheit. Oh ja, das ist auch noch ein langes Gespräch. Ein weites Feld, ja, sage ich. Ein weites Gespräch, ein weites Feld auf jeden Fall. Mhm. Aber was halt jetzt wirklich wichtig ist, dass all diese Ansätze, finde ich, die sind super richtig. Aber genau, wenn du nicht dorthin gehst, was die Wahrheit ist über dich als Mensch und Existenz, nicht komplett. Genau. Nicht komplett, nicht nachhaltig, nicht konsistent. Und einem Wahrheitssucher, wie du das bist, wie ich das bin, wie alle jetzt, die im Divine Creation Mastermind sind, genügt es nicht. Ja? Sondern ich will die ganze Story, ich will die ganze Wahrheit. Ich lasse mich auch nicht abspeisen mit, das musst du nicht wissen, das musst du nicht verstehen, mach's einfach. Das kann funktionieren, wenn du sagst, okay, weg damit, brauche ich nicht. Aber wenn dein Verstand immer wieder Fragen hat und Fragen stellt und unruhig ist und einfach sagt, da fehlt was, da ist noch was offen, ich kann das so nicht annehmen, dann wird er es nicht annehmen. Genau. Und es ist ja auch das, wo wir zwei lange zusammengearbeitet haben, weil dein Verstand
so viele Informationen sich im Laufe deines Lebens geholt hat und er nicht eher geruht hat, bevor nicht alles seinen Sinn gemacht hat, bevor nicht für ihn klar war, ist die Wahrheit da. Ja. Und egal, welche Information ich irgendwo gehört habe, weiß ich, was sie in Wahrheit mir sagen wollte. Ja, 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 dann gibt es eben dieses berühmte letzte Puzzlestück oder, ne, oder zumindest die letzten 10 Stücker, die ich in der Hand habe. Und jetzt weiß ich ganz klar, wo die hingehören. Ganz klar. Und ich zweifle auch nicht mehr. Und ich bin in der Lage, wenn mein Verstand irgendwohin wieder in altgewohntes, altbekanntes abgaloppiert, den zurückzupfeifen und zu sagen, falsche Richtung, Baby, weil. Weil. Weil dann, dann dreht es sich um, sagt der Verstand, ja, wieso denn? Und dann musst du eine ganz gute Argumentation an den Start legen, weil sonst rennt er weiter. Ja, ja, genau. Nein, es gibt dann tatsächlich dem Verstand auch irgendwann mal diesen Halt und dass er dann eben für dich arbeitet. Dann eher noch guckt, da gibt es einen Grund dafür, warum wir Recht haben. Aha, das ist das, ja genau, jetzt stimmt es irgendwie. Ich habe es gefunden. Ja. So ist es. Also, was können wir abschließend sagen? TMS stimmt, führt dich auf einen ganz, ganz guten Weg, aber lässt Fragen offen, wo ich jetzt sagen würde, wir haben lange gebraucht, um die Antworten zu finden. Ja. Die sind wichtig, um da wirklich das auch wieder einordnen zu können, die ganze Geschichte. Und wie ihr jetzt hier seht, hier gibt es Antworten auf jede Frage. Bei der Susi genauso wie bei mir. Warum ist es so? Weil wir uns all diese Fragen so lange gestellt haben, bis wir eine konsistente, logische Antwort-Argumentationskette gefunden haben, wo es dann einfach heißt, ja, so ist es halt, gell? Genau. Kann ich jetzt auch nichts dafür, gell, Susi? Kann ich auch nichts dafür, dass ich einfach tatsächlich göttlich bin. Und dass ich jetzt einfach mal lernen muss, wie sich es damit lebt. Mit dieser Erkenntnis. Ja. Das ist ein Lernprozess, ganz genau. Und ein Übungsfeld. Und wir haben uns ja jetzt das auf die Fahnen geschrieben, dass wirklich diesen Leuten, die eben Sachen, Modalitäten finden und suchen und untersuchen, aber dennoch nicht die gewünschten Ergebnisse erreichen oder haben, dass wir diesen Menschen wirklich helfen, für sich diese Klarheit und diese Wahrheit zu finden, damit sie eben nicht weiter ihre Energie, ihre Zeit und auch ihr Geld in irgendwas investieren, was sie halt leider nicht dorthin bringt, wo sie sein möchten. Und es gibt so viele Fragen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn diese Fragen, solange diese Fragen offen sind, werden, wird unser Verstand nicht ruhen, wird er nicht bereit sein, sich zu verändern. Und wenn unser Verstand und unser Denken und unsere Überzeugungen sich nicht verändern, wird sich letztendlich in unserer Manifestation und in unserer Kreation, sei es unseres Körpers, sei es in unserer Realität, halt schwer, sage ich jetzt. Und da ich ja der Überzeugung bin, dass der Verstand ja nicht umsonst uns gegeben ist, hat das schon auch seinen Sinn. Absolut. Und dass er ganz oben im Köpfle ist und nicht in den Füßen, hat, glaube ich, auch seinen Sinn. Ja, ja, ja. Genau. Aber es ist perfekt. Es ist perfekt, dass er die Fragen stellt. Ja. Es ist perfekt. Aber er kann auch die Antworten finden. Nur braucht er die Anleitung, die Richtungsweisung. Und ich sage mal, in den altertümlichen Völkern wird es eben schon so richtig in die richtige Richtung gebracht bei den Kindern. Es ist jetzt einfach nur in unserer zivilisierten Welt, wo wir in ganz, ganz komische Gefilde geschickt werden, von unserem System, von unserem Umfeld und so weiter und so fort, wo wir dann halt stecken. Und da stecken jetzt ganz, ganz viele. Genau. Und
genau aus diesem Grund machen wir eben solche Talks, solche Informationen, Aufklärung, Perspektivenwechsel, wie kann man es noch nennen? Einfach eine neue Sicht der Dinge. Eine neue Sicht der Dinge aufzuklären und vielleicht auch noch diese fehlenden Puzzleteilchen auf den Tisch zu legen und zu sagen, du brauchst sie nicht mehr suchen, wir haben sie für dich gefunden, weil wir sie für uns gefunden haben. Komme ich wieder zu Neville Goddard, everyone is you pushed out. Ja, ganz wichtiger Satz. Ganz wichtiger Satz, oder? Und ja, wir sind da. Wir haben Divine Creation Mastermind und Master of Divine Creation werden hier neu geboren. Die werden in ganz kurzer Zeit für euch als Coachings, Consultants, Unterstützer zur Verfügung stehen. Auch neben den länger, kompletteren, komplexeren Programmen, die ich jetzt im Moment noch anbiete. Und ich weiß, ich brauche Hilfe und deswegen habe ich mir jetzt meine Hilfe kreiert. Die letzten 2 Jahre habe ich mir Hilfen kreiert, die an meiner Seite stehen, an meinem Gott-Self-Seite. Also wir sind ja nicht voneinander getrennt, sondern nur hier auf unserer dreidimensionalen Perspektive. Hm. Und auch jetzt schon könnt ihr Susi anschreiben. Susi weiß so viel. Und jetzt, nachdem sie nämlich ihr ganzes Wissen miteinander verbunden hat, ist sie ein Hammer-Power-Paket an Antworten-Helfen-Finderin, oder? Ich habe halt auch eine ganze Menge durchgemacht, ja. Mhm. Ja, ja, nee, und jetzt weißt du, das einfach passt für viele so, ja. Mhm. Genau, und sie kennt so viele Perspektiven. Sie kennt vor allem auch viele Perspektiven, die ich erkenne, aber nicht weiß. Mhm. Ja? Ja. Und vor allem die Perspektiven mit Sterben. Sterben, warum sterben, wieso, weshalb, wie damit umgehen. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann bist du natürlich auch noch Meisterin in der Perspektive der Liebe. Ja, genau. In der Perspektive der zwischenmenschlichen Liebesbeziehungen. Und auch das ist für viele ein Bereich, wo wir Meisterschaft erlangen dürfen, weil wir leben Beziehungen. Ja, ja. Genau. Was natürlich auch noch... Also ich denke... Ja, das ist ein Rundum-Paket. Also ich habe vor allem auch Erfahrung gemacht in Erkrankung und Gesundung. Das muss ich auch sagen. Genau. Mhm. Erkrankung und Gesundung, das klingt super. Oder in Kranksein und Gesundsein. Ja, genau, die beiden Dinge. Es sind ja einfach nur 2 Seinszustände, die wir eigentlich bedingungslos verändern dürfen. Mhm. Und es ist alles machbar, wir sind absolut unbeschränkt. Wie gesagt, lasst euch unterstützen, lasst euch vor allem die Fragen beantworten. Wenn die vielen, vielen Fragen, die immer wieder auftauchen, eine logische und klare und wahre Antwort gefunden haben, dann lässt sich eben auch der Verstand beruhigen und in eine andere Richtung konditionieren. Und das ist das Wichtige. Und dann kommen wir in Ruhe und in Freiheit und in Frieden und in Kraft und in Macht. Ja, wir sind jetzt schon wieder eine Stunde dran. Ich glaube, Susi, wir haben hier noch viel zu erzählen. Ja. Es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein. Stellt uns doch Fragen. Ich weiß, hier auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, hat man die Susi nicht so gut gehört. Das habe ich gar nicht bedacht, dass ich hier jetzt hauptsächlich auf Facebook am Livestreamen bin. Aber ich werde das komplette Video nachher aufladen auf meinen YouTube-Kanal. Die Susi wird es auf ihren YouTube-Kanal aufladen. Und dann könnt ihr euch das dort in Ruhe anschauen und eben auch teilen für alle, die nicht in der Facebook-Gruppe sind oder für alle, die noch Freunde haben, für die das ein wichtiges Thema ist. Teilt es einfach aus dem YouTube-Kanal, aus dem YouTube-Video.
Und da ladet eure Freunde in die Facebook-Gruppe ein, stellt eure Fragen hier auch in der Facebook-Gruppe, stellt eure Fragen in YouTube und in den Kommentaren. Wir sind wirklich ganz, ganz fest daran interessiert, was euch noch bewegt und wo ihr noch Lösungen sucht. Ich übergebe dir das letzte Wort, liebe Susi. Ja, ich sage ja, da kommt man vom Hundertsten ins Tausende sozusagen, was aber dann nachher wieder ins Eine eigentlich zurückkommt, würde ich sagen. Das ist ja so ein bisschen das Credo, das ich für mich aus der ganzen Sache herausgenommen habe. Dass man zwar in dem unglaublich vielen irgendwie sich verstrickt hier, um dann eben doch wieder rauszufinden, nein, ich bin nur das Eine. Das hast du schön gesagt. Genau, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ciao, tschüss.